Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ja auf meinem Kanal bereits das HyperX Cloud 1 und das Cloud 2 getestet und in diesem Video möchte ich die beiden Headsets einmal miteinander vergleichen und werde eben hier Schritt für Schritt die Unterschiede herausarbeiten. Schauen wir uns das Ganze zuerst einmal visuell an. Hier fällt sofort auf, dass links beim Cloud 2 der Frame, also das ist das Metallteil, an dem sich die Ohrmuscheln befinden, rot ist und rechts beim Cloud 1 ist das Ganze schwarz. Ansonsten ist der Kopfhörer wirklich baugleich. Ihr seht es, die Ohrmuscheln sind gleich, die Kopfpolster sind gleich und auch sonstige Teile sind gleich, bis auf das Mikrofon. Das Mikrofon ist hier nämlich leicht anders. Ihr seht zum Beispiel, dass das Mikrofon rechts beim Cloud 1 länglich ist und links etwas rundlicher. Die technischen Daten unterscheiden sich auch tatsächlich, die blende ich jetzt hier unten ein. Ihr findet aber im Testbericht, welchen ich unten in der Beschreibung verlinken werde, eine Vergleichstabelle mit den Daten. Und jetzt kommen wir zur Fernbedienung. Links haben wir hier die Soundkarte bzw. Fernbedienung des Cloud 2 und rechts die des Cloud 1. Ich zeige jetzt hier mal kurz die Fernbedienung, dass ihr so die Unterschiede seht. Ein Hauptunterschied ist auf jeden Fall die Anschlüsse. Das seht ihr hier, links nur einen, rechts die bekannten grünen und roten Anschlüsse. Und die Soundkarte des HyperX hat außerdem einen Lautstärkeregler für das Mikrofon und einen An- und Ausknopf für den Surround Sound. Schauen wir uns nun einmal die beiden Rückseiten an und da habt ihr bei der Fernbedienung des Cloud 1 einen Multifunktionsknopf und beim Cloud 2 haben wir einen Gürtelclip. Beide Fernbedienungen verfügen über einen Mute-Schalter für das Mikrofon und außerdem über einen Lautstärkeregler für den Ton im Kopfhörer. Schauen wir uns nun einmal die beiden Stecker an. Rechts haben wir die vom Cloud 1. Ihr habt den Mikrofonstecker mit zwei Ringen und daneben den Stecker für den Kopfhörer mit zwei Ringen. Und hier haben wir das Klinkekabel des Cloud 2 und da seht ihr, das Ganze hat drei Ringe. Und zwar ist da quasi Mikrofon und Kopfhörerkabel in einem. Wie gesagt, rechts sind nur zwei Ringe und zwei Stecker und beim Cloud 2 gibt es eben einen Stecker mit drei Ringen. Da müsst ihr natürlich auch aufpassen, wie ihr das Ganze anschließt, wenn ihr zum Beispiel ein Verlängerungskabel benutzen wollt. Aber dazu mehr Informationen im Testbericht des Cloud 2. Das war's jetzt mit meinem Vergleich des HyperX Cloud 1 mit dem HyperX Cloud 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einfach einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Wie immer findet ihr die Links zu den beiden Testberichten mit detaillierten Datentabellen und allen Videos unten in der Videobeschreibung.